Keys sind gesetzt. Wollen wir mal ausprobieren, ob es funktioniert. Ja, Cube ist da. Wunderbar. Ihr könnt mit Toggeln einfach an- und ausmachen. Einfach einmal drücken an, nochmal drücken aus. Generell ist das eine Sache, diese ganzen Animationen, die wir erstellt haben, sind toggelbare Sachen. Sprich, ihr macht es an, die Animation spielt und ihr müsst sie ausschalten. Hallo, was machen Sachen? Willkommen zum neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man die Animationen, die wir eventuell das letzte Mal erstellt haben, auch für eure Charaktere nutzen könnt. Das funktioniert jetzt, so wie ich es euch zeige, momentan nur für VCFace, weil wir ein bestimmtes Plugin runterladen, das halt extra für VCFace geschrieben würde. Falls ihr andere Programme nutzt, um euren Charakter zu bewegen, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Wie gesagt, vorweg halt, das ist jetzt alles ein Tutorial für Animationen in VCFace. So, wir werden mit der Unity Engine arbeiten und wir werden, wie gesagt, zwei Plugins dazu nutzen. Und wie gesagt, fangen wir einfach mal Anfang an. Wir gehen mal im Schnellverfahren alles durch und ich erkläre euch dann halt genauer, wie man halt Animationen hinein in euer Charakter oder eure Szene bekommt. So, das erste, was wir brauchen werden, ist die Unity Engine. Das ist die Game Engine, mit der wir jetzt alles machen. Gerade alle, die mit YouTube anfangen wollt oder halt generell mit den Charakteren was machen möchten, wäre es sinnvoll, wenn ihr euch ein bisschen mit Unity beschäftigt. Ich packe euch die Links in die Beschreibung, die wir brauchen. Wie gesagt, das ist erstmal die Engine an sich. Wir haben mehrere Versionen zur Verfügung. Wichtig wird für uns wahrscheinlich sein, entweder die Studenten- oder die persönliche Version. Unterschied ist hier der größte Unterschied hier ist tatsächlich, falls ihr irgendwie nur minimal irgendwas an Geld verdienen würdet mit dem Model. Sprich, ihr habt einen YouTube-Kanal, der ist monetarisiert, ihr kriegt über irgendwelche anderen Sachen Geld, was weiß ich, seien es auf Instagram, Werbungsschaltung und so weiter, müsst ihr die persönlich nehmen, alle anderen können die Studenten mehr nehmen. An für sich ist sonst kein Unterschied hier. Sollte es der Fall sein und einer von euch, der zuschaut, verdient tatsächlich mehr als $100.000 im Jahr, der müsste natürlich unter Teams gehen und sich da das Passende raussuchen. Ich nehme an, das ist jetzt weniger der Fall, wenn ihr auf meinem Kanal gelandet seid. Aber für den Fall der Fälle müsst ihr euch hier was rausholen. Ihr geht unter Get Started, ladet das alles runter, installiert das. Wie das runterladen und installieren geht, glaube ich, brauche ich keinen erklären. Und was wir dann als nächstes brauchen für Unity Engine an sich, ist, wir brauchen eine bestimmte Version, da wir mit Plugins arbeiten und die funktionieren nicht in jeder Version. Wir brauchen eine etwas ältere Version, wenn man so will, ist die Version 2019.4. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig, was hier hinten kommt, aber wichtig ist halt 2019.4. Funktioniert mit allen diesen Varianten. Wie gesagt, gibt es 2019.4, 3.4 F1 oder 3.5 F1. Ist jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, die ersten sind die wichtigen. Die 2020.3 würde es zum Beispiel nicht funktionieren. Wie gesagt, ladet euch da die passende Version runter. Unter Download einfach oder halt für Mac den Download, das ist auch wieder alles selbsterklärend. Und dann können wir schon anfangen und erstmal Unity an sich öffnen. Machen wir das nochmal. Ich habe hier mein Unity Hub, Doppelklick drauf. Und dann geht hier so ein Fenster auf. Ihr seht, ich habe hier schon ein paar verschiedene Projekte offen. Ist immer eine schöne Übersicht. Ihr müsst halt die einzelnen Projekte nicht immer suchen. Wenn ihr den Hub auf dem Desktop habt, wie ich, könnt ihr halt auf eure ganzen Projekte zugreifen. Generell gebe ich euch den Tipp, wenn ihr mit Charakteren arbeitet, macht für jeden Charakter ein eigenes Projekt auf. Ihr macht es euch so einfacher. Wenn ihr nämlich da irgendwas falsch macht und irgendwas nicht funktioniert, gerade mit den Plugins passieren doch öfters mal, dass es Fehler gibt, müsst ihr halt das komplette Szene neu starten und oder neu erstellen meistens. Und das ist dann halt sehr ärgerlich, wenn da mehrere Charaktere drin sind. Wenn es nicht funktioniert oder irgendwas halt kaputt geht, ist es halt einfacher, wenn man halt immer nur den Charakter halt, den man dann drinne hat, neu machen muss und nicht alle Charaktere. Ist immer ein bisschen ärgerlich, weil es ist halt auch alles ein bisschen zeitaufwendig. So. Wir gehen als erstes unter Neu, den Fall nach unten. Da wir wahrscheinlich mehrere Versionen zur Verfügung haben, ihr werdet wahrscheinlich die neueste Version haben, plus die Version, die ihr natürlich gedownloadet habt. Wir brauchen, wie gesagt, die 19.4er Version. Einmal öffnen. Es geht ein neues Fenster auf. Wir arbeiten in 3D. Das andere ist jetzt erst nicht mehr wichtig. Charaktere bearbeiten wir natürlich in 3D. 2D wäre Blödsinn. Extras brauchen wir auch keine. Und der Rest ist halt damit, dass zum Konvertieren nutzen reicht das normale 3D auch. Wir brauchen keine Extra-Würste und so weiter. So, jetzt geben wir dem einen Namen. Ich werde mit Lucy arbeiten, also nenne ich es einfach mal Lucy.
Und hier könnt ihr halt euch auch eine Location, einen Ort, wo ihr den Ordner speichert. Und dann Create. Das alles dauert jetzt eine Weile zum halt kreieren. Und wir sehen uns gleich. So, nach kürzerer oder längerer Wartezeit haben wir es geschafft. Unity ist endlich offen. So, jetzt können wir unsere Plugins installieren, aber bevor wir das können, müssen wir die natürlich runterladen. Also einmal wieder ins Internet. So, das erste, was wir brauchen, ist der VRM-Converter für Unity. Bis jetzt weiß Unity gar nicht, was VRM ist. Und ja, wir müssen das quasi für Unity übersetzen. Damit könnt ihr dann eure VRM-Charaktere reinladen direkt in Unity. Selbst wenn ihr sagt, okay, ich habe meine Sachen in Blender, also ergo ist da schon mal eine FBX-Datei umgewandelt, solltet ihr euch den runterladen, weil ihr müsst das ja wieder weiter konvertieren. Wir brauchen das ja wieder zurückkonvertiert, damit das in VC-Phase funktioniert. Dafür brauchen wir den, da er alle Informationen beinhaltet, den wir brauchen, um das genau zu machen. So, ich habe das natürlich auch wieder unten in die Beschreibung verlinkt. Wir brauchen dieses Unity-Package. Das hier ist die aktuell die neueste Version, die es zu dem Zeitpunkt gibt, wie ich das Video erstelle. Es ist laufend, wird es aktualisiert. Also es lohnt sich da immer mal wieder ein bisschen reinzugucken, ob es aktuellere Versionen gibt. Wie gesagt, das ist die neueste. Draufklicken, runterladen. Dann gehen wir weiter. Jetzt brauchen wir eine VC-Phase SDK, sprich, die ist dafür da, mehr Informationen als die VRM-Converter hat, weiterzugeben. Und wie gesagt, das ist halt direkt für VC-Phase, also es funktioniert nur für dieses Programm. Das hat alles, wie zum Beispiel jetzt Animation, Partikeleffekte und so weiter, alles mit auch importiert werden können in VC-Phase. Dazu ist diese SDK da. Auch hier brauchen wir wieder das Unity-Package, das laden wir uns runter und wir gehen zurück in Unity. Jetzt muss das alles da rein. Man kann das durch Drag and Drop einfach reinziehen, das empfehle ich nicht. Ich habe es öfters, dass gerade bei dem Konverter immer was schief geht, wenn man das per Drag and Drop reinzieht. Also die sicherere Variante ist Rechtsklick, Import Package, Custom Package und wir suchen das in den Download-Folder. Wichtig ist hier auch, ihr müsst aufpassen, ihr müsst erst den Konverter, also das UniVM, installieren, bevor ihr die SDK installiert. Die bauen aufeinander auf. Sprich, die SDK, die braucht Informationen, die hier drinne sind. Und wenn ihr erst die SDK runterladet und das dann erst die Konverter runterladet, funktioniert es meistens nicht. Also aufpassen. Erst Konverter, dann SDK. Funktioniert mittlerweile gut. Ihr kriegt hier ein Feld offen, wo einfach angezeigt wird, das hier wird runtergeladen. Kontrolliert mal kurz, ob alles angehakt ist. Meistens sollte das halt direkt schon sein, aber lieber mal auf Nummer sicher gehen. Alles angehakt. Sieht so aus. Import. So, wir bekommen ein neues Fenster. Uns wird geraten, unseren Color Space anzupassen. Defaultmäßig ist Unity mit einem Color Space in einem Gamma drin. Aber VC-Phase nutzt linearen Color Space und es rät uns halt auch direkt Unity in diesen Color Space umzuarbeiten, dass unsere Farben stimmen. Machen wir das nochmal einfach, drücken aufs Feld, wandeln das alles um. Wir müssen halt nichts weiter tun. So, alles geschafft, wir kriegen ein kleines Danke und wir schließen das. Jetzt haben wir komplett unseren Converter importiert. Wir sehen auch, hier oben hat sich was getan. Wir haben hier neue Reiter. Wir können jetzt halt VRM importieren und exportieren. So, jetzt holen wir die SDK rein, gleiches Verfahren. Import Package, Custom Package, die SDK öffnen. Auch hier kriegen wir wieder den gleichen Reiter. Wir checken mal kurz, ist alles angehakt. Sieht so aus. Importieren. Okay, jetzt. So, jetzt haben wir unsere beiden Plugins installiert. Jetzt haben wir für Unity alle Vorbereitungen getroffen, die wir haben möchten oder die wir brauchen, um unseren Charakter plus eine Animation halt zu erstellen und zu konvertieren. Brauchen wir unseren Charakter. Damit wir hier nicht so viel durcheinander haben, mache ich es ganz gerne. Ich create mir einen neuen Folder. Nenne ihn wie meinen Charakter und da packe ich das alles rein. Dann ist es euch überlassen, mit welchem Format ihr arbeiten möchtet. Wollt ihr direkt die VRM-Datei reinladen? Könnt ihr machen. Ihr könnt eine FBX-Datei reinladen oder ihr könnt eine Blender-Datei reinladen. Ich empfehle tatsächlich, da wir auch mit Animation arbeiten, wir tun direkt die Blender-Datei reinladen. A, wir haben den Vorteil, wir können das IK-Rig halbwegs reinladen. Erkläre ich gleich. Und falls es irgendwelche Fehler oder Veränderungen gibt, können wir halt direkt auf die Blender-Datei zugreifen. Wie gesagt, ich persönlich bevorzuge die Blender-Datei,
da sie halt einfach deutlich flexibler ist wie die anderen Dateien. Sobald wir eine FBX-Datei reinladen oder halt die VM-Datei, können wir halt direkt in der Datei selbst nichts bearbeiten. Und da wir wahrscheinlich ja alle das Cats-Plugin für Blender haben, wenn wir halt Animationen machen würden, weil es tatsächlich sinnvoll ist, da wir halt uns jede Menge Arbeit erleichtern, wenn wir ein simples Rig aufsetzen, dann ein simples IK-Rig aufsetzen. Und generell das Animieren ist in Blender doch etwas einfacher wie in Unity. Dazu kommen wir dann halt auch, wenn es soweit ist. Wie gesagt, meine persönliche Empfehlung für alle ist, ladet euch die Blender-Datei da rein. Und machen wir das doch gleich mal. Ich habe hier IK für Arms. Die ziehe ich einfach Drag and Drop rein. Und schon haben wir hier ein kleines Feld. Wir können es ausklappen und einfach sehen, was ist denn jetzt an Informationen hier alles drinne. Ist schon mal ganz praktisch, das Modell an sich. Jede Menge Materialien, die leer sind, ändern wir gleich. Nochmal den Body an sich und eine Szene. Diese Dinger sind halt Animationen. Es ist keine Animation momentan vorhanden, aber es ist immer trotzdem eine Szene drin. Können wir zumachen. Wenn wir hier jetzt Doppelklick drauf drücken, haben wir einen großen Vorteil. Es öffnet sich tatsächlich die Blender-Szene, wie vorher gesagt. So. Hat halt einen riesigen Vorteil für uns. Falls irgendwas nicht funktioniert, können wir es hier ändern. Wir können halt Sachen hinzufügen, wegnehmen und so weiter. Es ist halt deutlich flexibler für uns. Kommen wir mal ganz kurz zum Rig. Das ist auch sehr wichtig, wenn ihr es animieren möchtet. Wir können in Unity animieren. Ich zeige euch auch gleich, wie das geht. Oder wir können Animationen aus Blender importieren. Wichtig ist hierbei, wir wollen das hier alles für VC Face machen. Ich habe euch am letzten Tutorial gezeigt, wie man einen IK-Rig aufsetzt. Wir haben das Problem, wenn wir das für VC Face konvertieren wollen, funktioniert das nicht für die Beine. Ihr könnt das Arm-Rig aufsetzen, wie ich euch das gezeigt habe. Für die Beine leider nicht, da es ein Problem entsteht, wenn wir hier die Handles aufsetzen. Tun wir die Hierarchie so verändern, dass Unity die nicht mehr als solche erkennt. Finde ich an für sich jetzt nicht so schlimm. Meistens sieht man die Charaktere ja eh ab der Hüfte aufwärts. Was mit den Beinen ist, sieht man meistens nicht. Aber wenn man wirklich die Beine auch noch animieren möchte, dass man sie sich irgendwo hinsetzen möchte, kann man normal auch Pose-Mode nutzen und halt über Rotation das so einstellen. Ist ein bisschen hakeliger, ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, aber das IK-Rig funktioniert halt leider nicht bei den Beinen. Ich habe auch noch nicht herausgefunden, wie man eins aufsetzt, das halt gut funktioniert und von Unity für VC Face gut kompatibel ist. Wie gesagt, aber anfangs eher ein kleineres Problem. So, wir haben alles vorhanden. Man guckt auch, wenn ihr die nicht mit übernehmen möchtet, dass halt Licht und Kamera halt aus der Szene draußen sind, dass halt wirklich nur der Charakter drin ist. Wenn man eine neue Szene aufmacht, hat man meistens eine Kamera und Licht drin. Meistens will man die ja nicht haben. Also am besten löschen. Wenn man wirklich eine Kamera haben möchte, wäre es tatsächlich, finde ich, besser, wenn man die dann halt zusätzlich in Unity aufsetzt und nicht in Blender, da man da auch nochmal flexibler ist und die dann halt auch mit einer Animation zum Beispiel an- und austoggeln könnte. Machen wir auch gleich mit einem Licht oder eventuell einer Kamera. Mal gucken. So Animationen sind halt auch sehr, sehr praktisch, wenn man verschiedene Sachen einfach nur ein- und ausschalten möchte. Wie beispielsweise jetzt ein Licht ein- und ausschalten oder eine Kamera ein- und ausschalten oder man möchte Partikel ein- und ausschalten oder halt man hat einen kompletten Raum erstellt, den man dann halt ein- oder ausblenden möchte. All das kann man über Animationen lösen. Und ich werde euch ein bisschen zeigen, wie das funktioniert. So. Wie gesagt, mit Blender sind wir fertig. Wir haben jetzt das IK-Rig aufgesetzt. Für die Arme brauchen wir mehr nicht. So, dann können wir immer das speichern und es wird halt immer aktualisiert. So, jetzt wollen wir unseren Charakter erstmal in der Szene haben, damit wir wissen, wie sieht der überhaupt aus. Wir können ihn jetzt einfach hier so reinziehen, aber es ist schwierig, dann genau die Mitte zu treffen. Wenn ihr den in die Mitte aufsetzen möchtet, was halt sinnvoll ist, weil dann ist er halt im Bild, auch bei VC Face. Einfach direkt in die Hierarchie einfach reinziehen. Zack, ist genau mittig. Auf 000. So, unser Modell ist ein bisschen käsig, ist noch keine Farbe drauf, wir haben noch keine Texturen drin. Es sind zwar Materialien angelegt, auch von Blende, aber die Texturen an sich werden nicht übernommen. Es ist halt nur das Material an sich. Ja, dann machen wir einen neuen Ordner. Create Folder. Materials. Doppelklick, damit wir es öffnen. Und dann holen wir unsere ganzen Texturen einfach mit rein, auch Drag and Drop, einfach reinziehen. Zack. So, die Sache ist, im Blender kriegen wir nur das Standardmaterial drin. Das können wir natürlich nutzen.
Ich persönlich bevorzuge das Toon-Material, also setze ich mir selbst eins auf. Ganz einfach, Rechtsklick, Create, wo haben wir es? Material, da. Ich fange aber mit dem Kopf einfach mal an. Gehe hin unter Shader, suche mir die VM, den Toon-Shader. Wie gesagt, ich persönlich nutze gerne den Toon-Shader, der gefällt mir halt optisch sehr gut. Ihr könnt auch den Standard-Shader nutzen. Bei den Shadern müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ich weiß, der Standard-Shader funktioniert in VisiFace und natürlich halt den Shader, den wir durch den Konvertierer mit runterladen. Der funktioniert natürlich auch. Wäre sonst Blödsinn. Ansonsten müsstet ihr, wenn ihr einen anderen Shader möchtet, testen, ob er funktioniert. Ich weiß jetzt halt nur von den beiden, die funktionieren. Ja, wie gesagt, entweder ihr nutzt die oder testet aus, ob es funktioniert. Falls es nicht funktioniert, könnt ihr den ja einfach unter den Shader ändern. Und wir packen hier einfach die Texturen rein. So, und hier können wir unseren Shader an für sich anpassen. Wollen wir einen härteren Schatten, einen weicheren Schatten? Wir haben ja unter Tron Setting noch jede Menge Zeug. Wenn ihr was gefunden habt, was euch gefällt, könnt ihr das nehmen. Und wenn wir das jetzt nicht immer wieder alles gleich einstellen möchten, gehen wir hin, Steuerung D, ist Copy and Paste und können das direkt für andere Körperteile übernehmen. Wenn ihr, wie ich hier, eine Alpha habt, müsst ihr bei den Tool Shader einfach von Opaque auf Cutout umschalten. Oder wenn ihr halt Graustufen drin habt, sprich eine Transparenz drin habt, müsst ihr auf Transparent gehen. Und dann habt ihr halt ja, die Alpha ausgeschnitten. Ich persönlich mag es, wenn meine Augen so ein bisschen leuchten oder halt die Pupille ein bisschen leuchtet. Das nennt sich Emission, also quasi ein bisschen selbstleuchtend. Haben wir hier auch. Unter Emission können wir einfach die Base Color reinpacken. Und unter HDR, in diesem Reiter, können wir dann halt einstellen, ob das farblich sich ein bisschen abändern soll und wie hell oder dunkel ist. Weiß ist hell, schwarz ist dunkel, wie viel es leuchten soll. So, mach so ein kleines Leuchten rein. Ich persönlich mag das ganz gerne. Generell, ihr könnt alles damit halt zum Leuchten bringen, was ihr möchtet. Habt ihr irgendwelche Accessoires, die leuchten, könnt ihr die halt auch so zum Leuchten bringen. So, jetzt haben wir erstmal alle Materialien erstellt und an die passende Position fixiert. Jetzt müssen wir ein bisschen am Rig arbeiten. Wir klicken einfach auf den Charakter drauf. Gehen unter Rig. Gehen unter Humanoid. Und erstmal Apply. So, das alles wurde jetzt für uns konfiguriert. Es schleichen sich gerne mal Fehler ein dafür. Deswegen gehen wir unter Konfigurieren. Und schauen, ob das alles so stimmt. Wir sind einmal in den Konfigurationen. Wir sehen erstmal, okay, an für sich ist mir erstmal sehr vieles grün, sieht einfach erstmal gut aus. Jetzt gehen wir trotzdem durch, kontrollieren, ob alles vorhanden ist. Hips ist da, Spine ist da, Chest ist da. Upper Chest haben wir bei vielen Charakteren nicht, die halt durch ReWorld Studio erstellt worden sind. Die haben einfach kein Upper Chest, also kann das leer bleiben. Hier sehe ich, okay, bei mir wurde die Schulter nicht gefunden. Vielmehr die linke Schulter, die existiert anscheinend nicht. Gehen wir mal hier durch. Schauen, linke Schulter, da haben wir so auch Left Shoulder, Drag and Drop einfach rein. Man könnte die Sachen auch hier suchen. Hier finde ich es deutlich schwieriger. Ich mache das gerne über die Hierarchie, so habe ich ein bisschen im Überblick, wo was ist. Wundert euch auch nicht, dass die Sachen so ein bisschen anders heißen. ReWorld Studio nennt seine Sachen ein bisschen anders, da Unity. Aber man kann so ein bisschen halt abwägen, was was ist. Upper Leg, Left, Lower Leg ist Knee, Foot ist Ankle, Toe ist Toe. Da scheint alles zu stimmen. Körper an sich stimmt. Gehen wir uns zum Kopf. Neck ist da, Head ist da. Linkes Auge ist links, rechtes Auge ist rechts. Wir haben einen Kiefer. Einen Kieferjoint haben wir in dem Fall nicht. Gehen wir drauf und tippen None ein. Also nichts. Das muss dahin. Wenn ihr tatsächlich einen Jaw drin habt, den ihr halt manuell eingefügt habt, könnt ihr den hier anwählen. Hand gehen wir auch mal durch. Das sieht alles gut aus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gucken wir hier durch. Alles vorhanden. Gut. Gehen wir weiter runter unter Apply. Und dann, wenn alles konfiguriert ist, gehen wir auf Done. Dann sind wir fertig, kommen wieder zurück zu unserem normalen Viewport. Dann haben wir das Rig jetzt aufgesetzt, so wie wir es brauchen. So, jetzt haben wir erstmal eine Einstellung getroffen, die wir für dieses Modell brauchen. Wir müssen es jetzt das erste Mal in VRM konvertieren.
Ist ein bisschen komisch, aber wie gesagt, wir müssen es erstmal zu VM konvertieren, dass wir Zugriff auf mehrere Einstellungen haben, die wir jetzt noch einstellen möchten. Und dann wird das halt beim zweiten Mal raus exportieren, erst als nutzbarer VM raus exportiert, die wir halt in VC-Face nutzen. So, wir klicken auf das Modell, was wir konvertieren möchten. Dann gehen wir auf VM. Export to VM. Füllen das hier aus. Was wir machen können, das müssen wir später leichter finden, anhand einfach nur einem Bild. Wir können hier ein Thumbnail reinladen. Ich nehme einfach mal irgendein Bild und das packe ich dann da rein. Ihr könnt natürlich auch in der Szene ein Bild schießen mit der Kamera oder ein Screenshot machen, ist ja erstmal irrelevant, ist ja eh nur für euch, dass ihr einfach wisst, was ist das, dass ihr es schnell findet. Dann könnt ihr den Titel eingeben, macht Sinn, dass das das Modell ist. Ich mache mal Convert. Damit ich weiß, es ist die erste Version, die wir runterladen, einfach nur um halt Blend-Shapes, Animationen und so weiter halt ja, einzufügen. Hier unten könnt ihr noch ein paar Einstellungen treffen, ob ihr halt, ob das nur für euch ist oder halt, ob ihr das freigibt für die Öffentlichkeit und was gebt ihr frei, was ist erlaubt, was nicht. Und wenn ihr das alles eingestellt habt, können wir auf Export. Dann fragt ihr euch ja, wo machen wir das hin? Da ich das ja direkt wieder in Unity nutzen möchte, mache ich es mir einfach, da ich ja eh schon hier in dem Projekt drinne bin. Assets, Lucy, speichern. Und das wird dann halt direkt in meinem Folder gespeichert. Da muss ich mir die extra nochmal suchen und rein importieren. Ich mache es einfach direkt da rein. So, wir haben alles importiert. Entweder habt ihr es halt manuell importiert oder ihr habt das wie ich gemacht und einfach direkt dort abgespeichert, wo es sein soll. Habt ihr euch jede Menge Arbeit erspart. Wir haben hier die ganzen Ordner. Es hat sich auch empfohlen, das halt so zu machen, da ihr halt diese ganzen Ordner auf jeden Fall mit im Projekt direkt drinne habt. So, sie können wir ausblenden. Sie brauchen wir gerade nicht. Wir müssen mit diesem Modell weiterarbeiten. Wir zack, packen das auch direkt in unsere Szene rein. Sagt, ihr seht auch hier direkt, wir haben im Inspektor komplett andere Informationen, die wir jetzt halt für dieses Modell nutzen können. Die erste Sache, die wir machen, ist, wir gehen als erstes in unsere Blend Shapes. Wir wollen das Modell natürlich in VC-Face nutzen, dementsprechend müssen wir unsere Blend Shapes einstellen. Wir haben ja schon welche vorgegeben, die sinnvoll sind, so neutral. Eins einfach müsst ihr drin haben, dass wir einfach ein Default haben. Was ist neutral? Was ist halt der Default? Was ist der Standard? Dann könnt ihr halt eingeben, A, welches Gesicht machen wir, wenn wir A sagen, etc. Und so gehen wir einfach dann die komplette Liste durch und tun unsere Blend Shapes zuordnen. Die meisten Blend Shapes, die ich in Lucy angelegt habe, sind tatsächlich die Standard-Dinger, die man auch über ReWorld Studio bekommt, wenn man halt dort einen Charakter erstellt. Ich habe wenige Blend Shapes, die ich selbst gemacht habe. Wenn euch das interessiert, kann ich euch auch mal zeigen, wie man das halt dann macht, wie man halt Blend Shapes selbst erstellen kann, wenn ihr da Interesse habt. Wenn ihr weitere Blend Shapes hinzufügen möchtet, die jetzt halt hier nicht drin sind, einfach Create Blend Shapes, benennt das vernünftig. Und schon habt ihr eine neue Blend Shape, die ihr einordnen könnt. So. Wichtig ist auch, dass wir uns eine Blend Shape erstellen für die Animation, die wir machen. Ich mache einmal Winken, weil es die Animation ist, die ich reinladen möchte. Und ich mache einmal einen Cube, einfach nur um euch zu zeigen, wie man Sachen ein- und austoggeln könnte. So, wir haben unsere Blend Shapes erstmal fertig. Jetzt wollen wir unseren beiden noch leeren Blend Shapes die Animation einteilen. Ich habe extra zwei gemacht, wie gesagt, da ich eine halt direkt aus Blender importieren möchte und halt eine in Unity selbst erstellen möchte. So, das erste, was wir brauchen, wir gehen mal wieder hier raus. Wir machen einen neuen Ordner. Nennen das Ganze Animation. Na, Doppelklick rein. Ich habe schon eine Animation in Blender erstellt. Die lade ich da rein. Da ich ja eine in Blender erstellte Animation habe, habe ich auch den kompletten Blender-File wieder drin. Wir können ja mal gucken. Wichtig ist hier, ihr müsst genau das gleiche Rig haben. Am besten ihr nutzt halt einfach das Modell, was ihr genommen habt und macht halt eine neue Blender-Datei auf, indem ihr dann halt eine Animation erstellt. In dem Fall soll sie ein bisschen winken. Das ist jetzt hier drin. Das alles brauchen wir nicht. Wichtig ist tatsächlich die Szene für uns, weil da befindet sich die Animation drinne. Was wir vorher noch machen müssen, dass halt dieses Rig auf unser Rig, das wir halt erstellt haben, passt. Gehen wir auch auf Humanoid. Diesmal gehen wir auf Copy from Other Avatar, weil wir haben sie ja schon mal geriggt. Und dann wird es halt einfach, A, es ist dasselbe Modell und B, es soll ja übereinander richtig passen.
Dann nehmen wir uns das Rig hier und ziehen das hier rein, sagen Apply. So müssen wir uns diese Arbeit nicht nochmal machen, dass wir mal gucken, ist alles da, wo es hingehört. Wir nehmen einfach, da es ja dasselbe Rig ist, einfach die Datei, die wir schon erstellt haben. Funktioniert halt wie gesagt nur dann, wenn ihr tatsächlich das gleiche Modell benutzt. Sonst kann es Probleme geben. Es kann funktionieren, wenn ihr halt ein anderes Modell nutzt mit einem ähnlichen Rig oder das halt fast genauso ist. Kann funktionieren, muss aber nicht. Geht auf Nummer sicher, nutzt einfach das richtige Modell mit dem gleichen Rig wie das, was ihr halt ja, reingeladen habt. So, Animation haben wir schon mal da. Dann gehen wir hin, einmal draufklicken, Add Component. Da haben wir nochmal nichts. Dann tippen wir einfach ein Animation. Dann haben wir schon VSF Animations. Das Ding brauchen wir. Den ziehen wir uns hier rein. Dann haben wir ein Plus. Falls das hier nicht funktionieren kann, also das hier, dieses VSF Animations, wenn das nicht funktioniert, dieses Script, kann es daran liegen, dass beim Importieren des Plugins irgendwas falsch gelaufen ist. Die einzige Möglichkeit, dass das tatsächlich dann wieder funktionsfähig ist, das heißt, wenn ihr halt drückt Plus und es passiert nichts oder es sieht halt einfach nicht so aus, wie es bei mir aussieht, falls es wirklich nicht funktioniert, ihr habt einmal die Chance, dass ihr das Modell nochmal neu importiert, sprich, ihr geht hin und importiert euer Blender-Datei nochmal, konvertiert das nochmal in eine VRM-Datei um. Manchmal hilft es. Wenn das auch nichts funktioniert, müsst ihr leider alles nochmal von vorne machen, sprich, neues Unity-Projekt aufmachen, die Plugins nochmal rein installieren und dann halt weitermachen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, nutzt immer nur pro Projekt einen Charakter, falls da mal irgendwas kaputt geht, was halt bei Plugins doch immer mal passieren kann, habt ihr halt nicht so viel Verlust, dann habt ihr halt einen Charakter jetzt, den ihr nochmal neu machen müsst, habt ihr jetzt mehrere Charaktere drinne. Und Unity unterscheidet sich aus Gründen. Es kann sein, einfach ihr habt eine Animation gelöscht und Unity entscheidet sich einfach mal komplett aufzugeben und einfach dieses Plugin nicht mehr zu unterstützen. Das kann passieren. Seid ihr euch dankbar, wenn ihr gesagt habt, okay, ich mache für jeden Charakter ein eigenes Projekt, dann macht ihr halt nur den Charakter neu und nicht alle Charaktere, wenn ihr da was ändern möchtet. Geht auf Nummer sicher. Auch wenn es ein bisschen nervig ist, so viele Projekte aufeinander zu machen, gerade das Aufsetzen dauert auch immer ein bisschen. Aber ihr ärgert euch dann, wenn ihr jede Menge Charaktere reingeladen habt, die ihr eventuell nochmal weiter bearbeiten möchtet und Unity sagt, nee, Plugin funktioniert jetzt nicht mehr. So viel dazu. Wir gehen wieder drauf. Wir gehen erstmal wieder drauf. Wir haben hier eine Option Blend Shapes und Animation. Hier können wir quasi der Blend Shape eine Animation hinzufügen. Ich nehme hier Winken und in der Animation, ups, nicht Doppelklick. Ich muss mich immer dran gewöhnen, dass ich nicht doppelklicke. Und hier bei Animation nehme diese Szene. Und da wir ja das über ein IK-Rig gemacht haben, müssen wir das auch disablen. Sonst haben wir lustige Fehler drin. So, das müssen wir machen. Wir wollen jetzt noch einmal den Cube machen. Wir setzen uns einmal auf. Cube und Animation haben wir jetzt noch nicht. Machen wir jetzt aber gleich. Ich will einfach einen Cube erscheinen lassen und wieder verschwinden lassen. Also brauche ich erstmal in meiner Szene einen Cube. Ich gehe auf meine Lucy, meine Szene. Dann create ich mir ein Object, einen Cube. Da ist der Cube. Und den platziere ich jetzt erstmal bei ihr auf dem Kopf. Ich will, dass der am Kopf hängt. Dass er sich halt mitbewegt, wenn ich den Kopf bewege. Dann muss ich jetzt erstmal meinen Kopf suchen. Hüfte, Wirbelsäule, Brust, Nacken, Kopf. Dann nehme ich den Cube und packe ihn an den Kopf. Da ist er. Wenn ich jetzt den Kopf bewege, na, oder ich erwische ihn nicht, geht der Kopf mit. Ist hier ein bisschen komisch, wundert euch nicht, aber es hängt zusammen. Wie ist die Face, funktioniert es dann richtig? So, wir haben unseren Cube und den will ich hier jetzt animieren. Falls ihr hier keine Animation etc. habt, ihr geht einfach auf Window, auf Animation, Animation und dann kriegt ihr dieses Ding. Er wird uns erstmal fragen, ja, für welches Objekt. Wir müssen eins zuteilen, dann geht ihr auf euren Charakter und Create Animation.
Da müsst ihr das speichern. Ich habe es hier unten schon. Mir ist leider jetzt der PC abgestürzt und ich habe die Gefahr, wenn ich das jetzt lösche, dass er mir das Plugin zerschießt. Wie gesagt, wenn ihr das Fenster das erste Mal öffnet, habt ihr halt das hier leer und es fragt euch, für welches Objekt ihr das machen möchtet. Ihr klickt auf euren Charakter. Am sichersten seid ihr, wenn ihr tatsächlich den obersten Charakter nimmt in der Hierarchie. Also jetzt nicht sie, sondern sie. Sie ist in der obersten Hierarchie. Seht ihr an dem Pfeil. Alles, was drunter ist, liegt unter der Hierarchie und das ist das Höchste. Deswegen könnt ihr sie dann auch ein- und ausklappen. Sie fügt ihr hinzu. Und wenn ihr was animieren möchtet, klickt ihr einfach mal auf diesen kleinen Aufnahme-Button. Ja, nicht wundern, das ist normal. Deswegen habe ich euch geraten, macht Animationen, wenn ihr Gliedmaßen bewegt, in Blender. Da passiert das nicht, habt ihr es leichter. So ist es doch deutlich schwieriger, jetzt die passenden Animationen dazu zu machen. Daher. Und bei mir wollen wir jetzt den Chip verschwinden lassen. Dann gehen wir hin, wir haben Aufnahme. Wir machen ihn weg. Wir machen ihn hin. Ein Frame weiter. Wir machen ihn wieder hin. So. Er ist anwesend. Dann können wir damit aufhören. Aufnahme beenden. Und dann haben wir unsere Animation hier gespeichert. Wie gesagt, ist einmal hin und einmal weg. Was wir machen müssen, da wir ihn ja erscheinen lassen, muss er am Anfang ja weg sein. Wir wollen ihn defaultmäßig halt nicht sichtbar haben. Also erstmal unsichtbar machen. Und in der Animation ist er dann da. So, wenn ihr auf der Animation einfach raus möchtet, ich packe das einfach mal auf den zweiten Bildschirm, könnt ihr auch einfach hingehen und sagen, okay, ich klicke erst woanders drauf und wieder da drauf, dann ist das wieder in seiner Default-Position. So, und die Animation fügen wir auch hier ein. Wir haben einen Cube, haben wir schon erstellt. Und dann ziehen wir das auch hier wieder Drag and Drop rein. Hier brauchen wir das IKEY disabled halt nicht, weil wir haben kein IKEY, also brauchen wir es nicht. Wichtig ist es halt, dass ihr es tatsächlich bei Animationen, die ihr in Blender macht, die einen IKEY haben, dass ihr die wegmacht, sonst übersetzt Unity das falsch und es kann halt sein, dass aus eurem Winken ein Haare wackeln wird oder ganz schräges Zeug mit eurem Charakter passiert. Also wenn ihr die Blend Shape nutzt und euer Charakter komplett wildes Zeug macht, habt ihr wahrscheinlich die IKEY nicht disabled. So, jetzt sind wir auch schon fast fertig. Jetzt wollen wir nur noch eine Kleinigkeit machen. Wir wollen ein paar Spring Bones setzen. Apropos Spring Bones, ganz wichtig. Wenn ihr eine Animation macht und halt Physics zusätzlich machen möchtet, zum Beispiel ihr habt Flügel zum Beispiel, die sind halt ein bisschen mit Physics, dass sie sich halt wackeln, wenn sie halt in Bewegung sind. Den ersten Bone, den ihr halt nutzt, den dürft ihr nicht mit Physics versehen, sonst funktioniert die Animation nicht. Ihr könnt entweder Physics oder Animation machen. Ihr habt ja hier immer eine Kette. Wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel die Haare. Da, wenn wir das hier animieren möchten, dürfen wir nur auf dem darunterliegenden Physics setzen. Sonst funktioniert die Animation nicht. Wie gesagt, entweder Physics oder Animation. So, ach, generell, bevor ich es vergesse, habe ich jetzt nicht gemacht. Das gleiche, was ich mit dem Cube gemacht habe, könnt ihr zum Beispiel auch mit Partikelsystemen machen. Da müsst ihr aufpassen, nicht jedes Partikelsystem funktioniert in VCFace. Da müsst ihr schauen. Es gibt in Unity Store ein paar, die funktionieren mit VCFace. Ihr könnt selber ein bisschen was machen, funktioniert mit VCFace. Wenn ihr ein kleines Tutorial für leichte Partikelsysteme haben möchtet, dann schreibt mir was in die Kommentare und wir gehen da mal kurz durch. Ist so ein Thema für sich, das ist nicht ganz so einfach. So, aber wie gesagt, vom System her könnt ihr das gleiche machen wie bei dem Cube. Ihr könnt das an- und ausschalten über halt eine Blend Shape oder eine Blend Shape Animation Mix. So, jetzt wollen wir als letztes halt noch ein bisschen Physics für unsere Haare und die Brüste hinzufügen. Dann gehen wir unter Secondary. Da haben wir es schon, die Spring Bones. Dann suche ich mir, aha, die Brüste sind schon da. Nehme ich mir einmal. Hey. Zweimal. Zwei Objekte. 0,18 glaube ich immer ganz gut. Wir können das alles testen, indem wir Blade drücken. Und auf die Szene gehen. Dann haben wir die gleiche Szene wie hier. Ja, da wir eine Animation haben, sitzt sie immer ein bisschen komisch da. Wir gehen einfach auf auch die oberste Hierarchie. Ziehen hier und gucken. Ja, die bewegen sich eventuell ein bisschen stark. Nochmal Play und normal. So müssen wir das halt dann immer ein bisschen ausprobieren, wie es am besten passt. Wir brauchen eine neue. Können wir stehen, Copy Component.
Paste as new. So, wir haben jetzt erstmal alle Springbones gesetzt. Problem bei den Haaren ist, die glitschen doch noch ein bisschen in den Kopf. Um das alles ein bisschen zu vermindern, gibt es auch noch einen kleinen Trick. Wir gehen hin, gehen an den Kopf. Add Component. Und fügen eine VRM Springbone Collider Group ein. Dann kriegen wir so einen lilanen Kreis. Den müssen wir jetzt nur noch richtig platzieren. So, dass er ungefähr einfach unseren Kopf einnimmt. Das heißt, er soll halt ungefähr die Außenmaße von unserem Kopf nehmen. Alles, was halt innerhalb des Colliders ist, wird halt, kann nicht berührt werden von unseren Springbones. Ich glaube, so müsste das eigentlich ganz gut sein. Wir probieren es gleich aus. Wir müssen jetzt nur noch zuordnen, welche von den Springbones soll halt vom Collider abbouncen. Gehen wir unter Secondary. Dann müssen wir hinzufügen bei allen Haaren Collider Group. Einmal auf 1. Und dann vorm Kopf. So. Und dann können wir testen, ob es auch funktioniert hat. Für unseren Charakter. Zack. Können wir schauen. Ja, wir haben den Collider etwas zu groß gemacht. Wir sehen, die Haare stehen uns ein bisschen ab. Wir können hier in den Kopf gehen und gucken. Ja, 7,5. Es geht minimal, wird diese Strähne genutzt. Steuerung C. Alles, was wir im Play verändern, bleibt nicht fest. Also da müssen wir halt nochmal hingehen. Wir haben jetzt festgelegt, okay, 7,5, aber hier ist 9,5. Also Steuerung V drinne. Jetzt passt's. Sicherheitshalber können wir nochmal kontrollieren. Lieber ein paar Mal kontrolliert, als zigmal rein und raus importiert. Ja. Dann gehen wir hin. Ja, und schon glitschen unsere Haare nicht mehr durch den Kopf. Alles, was Springbones hat und irgendwo durchrutscht oder wohin geht, wo es nicht sein soll, könnt ihr mit halt Collider Groups festlegen. Seien es jetzt halt, ihr habt einen Rock an oder einen Umhang an und der rutscht durch die Beine durch, dass ihr halt an die Beine Collider setzt, dass es da nicht durchrutscht. Oder halt längere Haare, dass sie nicht durch die Schulter rutschen etc. Das kann man mit solchen Collidern machen. Ihr müsst halt aufpassen, wo ihr sie halt befestigt, weil an den Bone, an dem ihr die befestigt, bewegen sie sich natürlich mit. Deswegen habe ich sie an den Kopf gesetzt. Weil sobald ich dann den Kopf nach links und rechts bewege, gehen sie mit. Ihr seht, bei dem Modell habe ich den Collider nicht gesetzt. Und schon glitschen die Haare durch meinen Kopf. Bei dem Modell ist das nicht mehr so. Ich habe hier tatsächlich noch ein älteres Modell in dem Programm drin. So, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben alles für unseren Charakter eingestellt. Wir haben die Blend Shapes drin. Wir haben die Animation drin. Mit den Blend Shapes verbunden, dass man sie halt an- und ausschalten kann. Wir haben halt Springbones drin. Wir haben Texturen, Materialien, alles drin. So, jetzt lassen wir den Charakter doch endlich mal raus exportieren, dass wir den in VC Face nutzen können. Wir klicken einmal auf den Charakter, VSF SDK, Export Avatar Bundle. Den packe ich mir einfach mal auf die Bilder. Ich habe hier schon ein altes Testmodell, das nicht funktioniert hat. Das überspeichere ich einfach. Yep, ich möchte es ersetzen. Okay, Export abgeschlossen. Lass uns das Modell testen. So. Einmal VC Face öffnen. Wir wollen den Charakter jetzt testen. Add New Avatar. Gucken, wo sie hin ist. Ich habe es unter Bilder gespeichert. Öffnen. So, Charakter ist schon mal drin mit dem wunderschönen Thumbnail. Ich werde Magic Mirror kurz ausschalten, dass wir einfach testen können, ob Bewegungen und so weiter alles funktioniert. Heißt, ich bin kurz weg, bin aber gleich wieder da. So, bin wieder da und guck, ob alles funktioniert. Ja. Das, was wir jetzt noch machen müssen, sind einmal die Blend Shapes einstellen. Settings. Expression Settings. Gehen wir weiter runter. Hier haben wir einmal Winken. Numpad 2 ist noch drin. Ich weiß gar nicht, was das war. Und den Cube, den machen wir einfach mal auf 3. Okay. Nein, nicht. Nicht auf Return. Oh, jedes Mal. Auf 3. Okay. Okay. Hotkeys sind gesetzt. Wollen wir ausprobieren, ob es funktioniert. Ja, Cube ist da. Wunderbar. Ihr könnt damit toggeln, einfach an- und ausmachen, einfach einmal drücken an, nochmal drücken aus. Generell ist das eine Sache, diese ganzen Animationen, die wir erstellt haben, sind toggelbare Sachen. Sprich,
Ihr macht es an, die Animation spielt und ihr müsst sie ausschalten. Und gerade bei Sachen wie jetzt dem animierten Winken, werdet ihr gleich sehen, der komplette Körper ist betroffen. Also Blendshapes sind normal, aber das Rig an sich bleibt betroffen, sprich ist die Animation abgestellt. Ja, bewegt sich nichts mehr. Ihr müsst sie dann nochmal toggeln, dass ihr halt eure Bewegung zurück habt. Ist momentan, soweit ich weiß, nicht anders da lösbar. Deswegen aber, ihr müsst einfach dran denken, ihr macht eine Animation, spielt die ab und macht sie dann wieder auf Beenden. Ihr könnt sie auch mittendrin abbrechen. Funktioniert auch. Wie gesagt, ihr müsst einfach dran denken, ihr müsst sie an- und ausschalten. Ist ein bisschen steif, weil ich halt auch nur den Arm animiert habe und nichts mehr. Ja, aber gerade für so Geschichten, ich lasse irgendwas erscheinen, ist das super. Oder gerade wenn man halt einfach so Kleinigkeiten hat, die im Hintergrund sich bewegen, wie jetzt beispielsweise Flügel, dass man die halt dann auch zum Gestikulieren nutzt oder halt zusammen in Verbindung mit anderen Blendshapes nutzt, ist eine coole Sache. So, dann war es das für dieses Tutorial. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen geholfen und ihr habt irgendwas Sinnvolles mitgenommen. Vielleicht habt ihr eine Idee gehabt, was ihr für euren Charakter jetzt übernehmen möchtet. Vielleicht habt ihr irgendwelche Kleinigkeiten, die ihr animieren möchtet oder auch größere Sachen oder halt einfach nur verschiedene Sachen, die ihr an- und ausschalten möchtet. Man kann halt auf diese Art und Weise komplette Räume erstellen, die man dann halt einfach an- und ausschaltet, wie man möchte. Wie gesagt, man kann verschiedene Kameras auch nutzen. Es gibt auch in VC Face Kameras, die sind halt festgelegt, die kann man nutzen, aber man kann halt auch eine Kamera so importieren und dann halt einfach komplette Szenen erstellen, dass man halt auch einen Szenenwechsel hat, indem man halt einen Toggle drückt und dann halt woanders ist. Auch eine Möglichkeit, dass man einfach Räume wechseln kann oder solche Geschichten. Das ist auch, wie gesagt, eurer Fantasie überlassen, was ihr machen möchtet. Die Basis habt ihr jetzt, wie es geht. Ihr könnt ein bisschen rumspielen. Ja, und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag.